Tede! Willkommen zu Kalte Füße. Ihr habt schon etwas länger nichts mehr von mir gehört, aber ich habe viel erlebt und ich werde auch noch andere alte Videos bald zeigen. Ich bin jetzt wieder in diesem Park. Ihr seht, es ist Herbst geworden. Es ist innerhalb von 3 Wochen schlagartig umgeschwenkt. Inzwischen bin ich in meinen Winterklamotten hier und es ist auch schon um die 0 Grad, minus 5 ungefähr. Und wenn es Niederschlag hat, dann kommt auch schon mal ein bisschen Schnee runter. Was ist so passiert in den letzten Wochen? Ich habe in dem letzten Video erzählt von meiner ersten eigenen richtigen Unterrichtsstunde, von der ich ein bisschen Angst hatte. Das heißt Angst, ein bisschen Respekt, wo ich mir dachte, wow, okay, dann mache ich das. Mittlerweile ist das so, dass ich das jede Woche mache und jetzt auch wirklich meine eigenen Klassen habe, was aber nicht daran liegt, dass sie nicht genug Lehrer haben. Eigentlich schon, ja. Eigentlich haben sie genug Lehrer, aber inzwischen ist leider eine Lehrerin ernsthaft erkrankt. Und ich muss ich muss ihre Stunden übernehmen. Und ich mache das sehr gerne für sie, aber ich wünsche mir natürlich auch wieder, dass sie bald gesund wird. Also ich habe jetzt die 4. und die 5. Klasse übernommen. Ab und zu mache ich auch die 9. und die 6., je nachdem. Und wir wünschen ihr das Beste und alles Gute. In einer Woche musste ich sogar beide Deutschlehrerinnen vertreten. Es gibt 2 Deutschlehrerinnen an der Schule. Und in einer Woche musste ich beide vertreten. Das war hart. Da war die eine Deutschlehrerin immer noch krank und die andere Deutschlehrerin ist mit ein paar Deutschschülern nach Deutschland gefahren. Auf Klassenfahrt, auf Exkursionsfahrt, wie man das auch immer bezeichnet. Ich weiß es nicht. Was ist noch passiert derweil? Ich habe inzwischen mehr Estnisch gelernt. Ich habe jetzt einen Sprachkurs in der Universität. Und ich habe jetzt auch ein Hobby. Ich gehe jeden Samstag Theater spielen. In einer estnischen Gruppe, was eine ziemliche Herausforderung ist. Aber ich habe richtig Lust darauf und es wird hoffentlich gut sein. Inzwischen habe ich auch eine neue Mitbewohnerin. Und ich wohne endlich nicht mehr alleine. Und auch sie bleibt jetzt für eine längere Zeit. Das heißt, muss mich nicht darauf einstellen, dass diese Mitbewohner ständig wechseln. Das ist sehr gut. Bevor ich es vergesse, ich wollte euch noch die Ausflüge vorstellen, die ich gemacht habe. Und das war dann noch wesentlich mehr Sommer als jetzt. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Dadurch, dass ich so viele Vertretungsstunden machen musste, mache ich das jetzt. So, Ausflug 1. Ausflug 1 ging mit der 7. Klasse in ein Wikingerdorf. Wir haben gesehen, wie die Wikinger so leben. Wir konnten dann auch ein bisschen Pfeilenbogen schießen, gucken, was sie für Spiele gespielt haben, wie die Schmuck hergestellt haben. So ein Stuff halt, ne? Ausflug 2 war hier in Tartu. Wir waren in so einer Pilzausstellung im Naturkundemuseum. Wir haben viele Pilze gesehen. Pilze, die man essen kann, Pilze, die man nicht essen kann. Ich habe einfach keinen gegessen, das ist das Beste. Da kann man schon mal nicht die Gefahr laufen, dass man stirbt von diesem Pilz. Ausflug Nummer 3 ging nach Kabli. Das ist an der Westsee. Die Ostsee ist von Estland aus gesehen im Westen, das heißt Westsee im Estnisch. Viele Grüße von der Westsee. Sind wir dann gelaufen. Das war ziemlich schön. Haben viel über Tiere und Fische gelernt. Und die Naturdinger. Die Natur dort. Die Natur in Kapi. Bald kommen von mir auch die 3 Fragen, 3 Bilder online. Das ist eine Rubrik des Bonifatius-Werks, was sie neu gemacht haben für jeden Freiwilligen. Da gibt es 3 Fragen und dazu muss man 3-mal antworten und 3 Bilder dazu mitschicken. Bei den Bildern bin ich mir noch sehr unschlüssig. Ich kann so viel schon mal verraten, dass es sehr knackige und kurze Antworten sein werden. Und wer Fragen hat, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Hoffe ich. Bald sind Herbstferien und da gehe ich meine lieben Kollegen in Lettland besuchen, in Riga. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße an Anna, Leo und Emily. Also bis dahin wünsche ich euch alles Beste
Gruß an die Mama und den Papa. Und ja, ne gemist, ciao.